wir jetzt endlich mal hier raus? Mich fällt hier. Das macht mich richtig fertig. Kommen wir raus und hier stecken wir fest. Ist das... Oh mein Gott, es ist draußen. Okay, da will ich nicht wieder runter. Müssen wir wieder runter. Also wie, erstens, wie hoch ist das Kackgebäude? Und zweitens, können wir jetzt nicht einfach draußen bleiben? Sieht ein bisschen aus wie eine Arena, oder? Noch sind wir nicht aus dem Schneider, glaube ich. Noch sind wir nicht aus dem Schneider. Siehst du den Aufzug da vorne? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Kein Infizierten. Cool, Lev. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oh, hier. was steht da? Sie führe dich. Ich warte nochmal das andere Wort für die fürs Gas. Vergessen. Also, es ist wie immer, nicht alles Gas sind böse. Wir sind ja genau vor dem Hotel angekommen, also wirklich genau vor dem Hotel. Krankenhaus meine ich. Backgammon. Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. So, ich muss keine Schüsse erwarten, oder? Oder? Ich meine, warum sollen wir tauchen? Ich glaube, es gibt... Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Das ist Abby! Scheiße! Ist sie allein? Tor aufmachen! Hallo, ich bin's, Abby! Hey Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac.
Was braucht er? Kann ich drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. So ist es also, hier im Krankenhaus rumzulaufen. Ohne gleich beschossen zu werden. Und von hier kommen wir mit Eddie rein. Ja, von hier. Und dann laufen wir hier durchs hohe Gras. Hier laufen die dann die beiden lang mit den Kisten. Und haben wir uns hier noch durchgekämpft, das weiß ich noch. Nice. Das ist echt geil. Oh, wer ist das denn? Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja, wir haben noch einige Etagen vor uns. Viel Glück. Was? Hey, Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was sei nackt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby, Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Dass die Schwester stirbt. Hey, lass mich jetzt hier raus! Du wirst dir die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war auch im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Ja, gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm... Moment.
alles okay. Gut. Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Das wird total überwuchert sein. Super. Okay. Das ist alles mal wieder sehr, sehr intensiv. Schön parallel noch mal ein bisschen um und war gerade ein bisschen ruhiger, um für die Geschichte ein bisschen was zu hören. Gute Idee. Dann. Ja, da. Ich guck mich nur ein bisschen um. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Also, nicht gut. Oh, da ist noch was. Medikit. Das fängt ja super an. Das fängt ja wieder super an hier. Erstmal Medikit. Gut, dann würde ich sagen, dass wir okay, wo würde ich lang gehen? Okay. Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir nicht auf den direkten Weg dahin kommen werden. Dann habe ich wieder 20 Verschnörkelungen bekommen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Du musstest es ja sagen, ne? Ja, schon die ersten Bewegungen. Intensivstation. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Komme ich hier irgendwie rein? Ah, ich kann hier runter, okay. Ja, komplett abgefressen, ey. Das Kapelle. Die Kapelle. Da ist eine Nachricht. Wollen die heute wirklich wieder da reingehen? Jedes Mal kommt nur die Hälfte des Trupps wieder raus. Wir haben das Labor verloren. Ich glaube wirklich, das war's. Und tut mir leid, dass wir wie in der Schule Zettel hin und her schieben, aber ich traue diesen Soldaten nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Warum bringen die uns nicht hier raus? Sie sagen dauernd, die Evakuierung findet statt, sobald sie sicherstellen können, dass das Gebäude eingedämmt werden kann. Ich meine, sehen oder hören die nicht, was da unten los ist? Das Thema ist doch durch. Ich glaube, es geht nicht um Eindämmung, ich glaube, es geht um die Forschungsdaten. Wir müssen hier weg. Unsere Freunde da unten können noch am Leben sein. Du hast doch gesehen, wie diese Viecher, was diese Viecher machen. Das hat kein überlebt. Zumindest nicht so lange. Es ist schrecklich, aber sie sind tot. Verzeihung. Was stiegst du vor? Ich sehe Scott mit den Soldaten streiten. Er hat offensichtlich genug von all dem hier. Wir holen ihn und suchen einen Ausgang. Warten wir noch einen Tag ab. Mal sehen, was diese neuen Soldaten machen. Ein Tag, dann handeln wir. Danke. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war.
bisschen Munition nehme ich natürlich gerne mit. So, davon stelle ich natürlich auch nur zwei her. Ein Messer kann ich aber noch mal ein paar herstellen. Was ist denn hier vorne? Das ist nur das, das ist nur das. Ich weiß nicht, ob ich einen Flammenwerfer brauche oder eher mein normales Gewehr. Das werde ich jetzt so schnell. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Kann ich nicht besser hier bleiben? Bitte? Bitte? Ich bin der Letzte meiner Einheit. Alle anderen, die mit mir hergekommen sind, sind tot. Wir konnten die meisten Türen sichern. Aber an manchen sind wir aufgrund der Übermacht der infizierten Patienten nicht herangekommen. Wir haben nicht mit dieser Art von Widerstand gerechnet. Ich dachte, sie sind krank und schwach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit ansehen muss, wie sie meine Männer in Stücke reißen. Ich habe mehrere Bisswunden am Arm und Bein. Ich werde noch ein paar von diesen Viechern auslöschen, bis meine Kugel zur Neige gehen. Dann folge ich meiner Einheit. An den Finder. Ihr werdet mehr Soldaten herschicken müssen, um diesen Bereich vollständig zu sichern. Allerdings hoffe ich, dass ihr dieses Gebäude in die Luft gejagt habt und nicht so blöd seid, es eindämmen zu wollen. Viel Glück, ihr Arschlöcher. Ja, eindämmen ist nicht immer das, was am besten ist, ne? Warnung, Sie betreten eine überwachte Zone. Bei Zuwiderhandlung Schusswaffengebrauch jederzeit möglich. Notaufnahme, Quarantänezugang. Vorsicht, Tür jederzeit geschlossen halten.